mit der K.O.-Prämie von 100 Euro. 150 Euro Standard-Elite-Prämie verteidigt unser Joe Buckner, der Mann aus Liverpool, England. Und 200 Euro gibt es für den Herausforderer, der innerhalb von zwei Runden unseren Tom Johnson, den Techniker, den Taktiker der Truppe, durch K.O. besiegt. Die höchste Einzelprämie hier im Fight Club wird durch unseren Waldemar Gregorczyk, unseren Schwergewichtler, genannt der Dampfhammer von Warschau, meine Damen und Herren, 300 Euro. 300 Euro, wer unseren Waldemar ausnockt. Jetzt würde ich normalerweise fragen, welcher Sportsfreund möchte es mal probieren, aber die Herausforderer sind schon da, die haben sich schon gemeldet. Ich rufe zum letzten Mal die Herausforderer bis zur Gürtellinie. Das sind im Einzelnen rechter, linker Kopfhaken, Aufwärtshaken, alle Stege oberhalb der Gürtellinie, Lieberhaken, kurze Rippe, Solarplexus, Milz. Und jetzt die verbotenen Schläge, Achtung! Der Tiefschlag, der Schlag kurz in das Ohr, die Nackenschläge und die Schläge in die Weichteile, das Stoßen mit dem Kopf, nie hochreißen, Gegner nehmen, aus dem Ringe schleudern, die Trümmerschläge, der Backhänder, der amerikanische Rundschlag ist absolut verboten nach vorne. Ihm haben wir die Boxhandschuhe angezogen. Er darf weiterkämpfen, meine Damen und Herren. Und zwar, weil er fair und sauber gekämpft hat, hat der Chef es gestattet, wie bei den Amateuren ein 3-Runden-Kampf. Aber nicht wie bei den Amateuren, kein Punktesieg, sondern nur bei K.O. gibt es die Prämie. Zeigen Sie noch einmal ein paar Schläge, Sportsfreunde. Aber nur mit den Fäusten. Bitteschön. Achso, Ihr T-Shirt, ja. Hallo, Sportler, ich habe es doch extra gesagt. Nur mit den Fäusten kämpfen. Sie betreiben ja die Mehrkampftechnik, glaube ich, ja? Wie heißt die noch? Mixed Martial Art. Also kein Mix von unerlaubten Schlägen, die wir erklärt haben. Also nicht mit dem Ellenbogen, nicht mit dem Knie. Nur mit den Fäusten kämpfen. Haben wir uns da verstanden? Okay. Sieht gegen unseren Patrick Martinez. Ein Händedruck. Direkt in den Boxring gehen. Direkt in den Boxring. Kommen Sie bitte nach vorne, dieser Sportsfreund. Sie konnten schon mal eine Prämie gewinnen. Sie haben das Anrecht erworben, weiter zu kämpfen. Sollten Sie in K.O. schlagen, da gibt es die Prämie. Sollten Sie aber K.O. gehen, dann gibt es die Boxsperre. Alles klar, auf hier einen Händedruck. Bitte in die Arena. Im dritten Teil der Veranstaltung ist dieser Sportsfreund. Sie kämpfen gegen unseren Tom Johnson. Sie haben alles verstanden. Ein Händedruck, bitte in den Fight Club. Und im vierten Fight ist dieser Sportsfreund. Sie betreiben auch eine Kampfart, ein Amateurboxer. Oh, das will ich doch einmal sehen. Schlagen Sie mal eine Serie dagegen. Hallo, 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 hallo. Bis zum Einsatz des Beines war das in Ordnung. Aber mit den Beinen, das dürfen Sie hier nicht, Sportsfreund. Wenn Sie das einmal machen, dann wird der Kampf sofort abgebrochen. Box- und Hausverbot, haben wir uns da verstanden. Meine Damen und Herren, wir müssen hier so hart, wie es klingt, durchgreifen. Denn sonst nimmt das ja überhand. Nur mit den Fäusten kämpfen. Sie kämpfen hier gegen unseren Waldemar Gregorczyk. Bitte in die Arena. Und im letzten Fight ist der Sportsfreund hier mit der richtigen Gewichtsklasse. Sie haben die Regel verstanden. Fair und sauber kämpfen. Nur mit den Fäusten. Wenn mein Kollege Stopp sagt, ist Stopp. Okay, auch hier ein Händedruck. Bitte in den Fall.